Weia, die ganzen Leichensäcke. Okay, viele davon gehören nicht zu uns. Das ist im Zweifel Pampers, Leute. Was war das? Keine Ahnung. Und alle laufen schön an der Ming-Vase vorbei. Ist auch gar nicht gefährlich, oder so eine Ming-Vase mitten im Flur hinzustellen. Aber ja. Jetzt müssen wir gucken, wie wir uns am besten von dieser Aktion erholen. Auf jeden Fall immer schön ein Auge auf der Minimap haben. Den da schon mal taggen, so. Und auf der Weltkarte uns aus jedem Land zurückziehen. Ah, da läuft das noch. Ja. Aus jedem Land zurückziehen, wo wir Wut generieren. Ich will jetzt erstmal keine feindlichen Agenten auf der Karte haben. Also gar keine. Was ist hier? Ja, okay, das ist nicht viel Wut. Nee, komm. Sagen wir mal, alles unter der Hälfte ist okay. Mehr sollte es auf keinen Fall sein. So, also dich haben wir hier. Wir haben bestimmt keine Leute, um im Hotel zu arbeiten. Und Kane bewacht den Eingang. Was haben wir hier noch irgendwas Interessantes? Nö. Einklappen. Wir könnten natürlich... Oh, was war das? Ich glaube, wir haben gerade zwei Leute verloren. Da hat eine 2 so aufgeblinkt. Ja, 2 Stück verloren. Wir haben noch einen Arbeiter und 8 Wachen. Das müsste okay sein. Auch wenn wir nicht wissen, wie lange das jetzt noch läuft. Und wir sind inzwischen gerissen. Mwahaha. Sehr schön. Weiter leichten abtransportieren. Gut, keiner läuft hier rein. Ah ja, genau, die Angestellten. Wir könnten den Preis noch mehr erhöhen. Aber wir haben jetzt schon 1000 Dollar pro Angestellten. Und das muss nicht unbedingt sein. Vor allem alle 20 Sekunden, das heißt pro Minute 3 Angestellte, pro Folge 45 Stück. Das heißt, eigentlich müssten wir innerhalb von einer Folge wieder auf dem Bestand sein. Da werde ich das nicht extra hochdrehen. Und sehr schön, dass ihr hier mit euren Sturmgewehren auf dem Rücken Ping-Pong spielt. Das bei grünem Alarm. Ich dachte, bei grün bringen sie alle ihre Waffen weg. Hast du wohl vergessen, hm? Na gut. Was ist mit dir? Du benötigst Hilfe, ja. Du bist ganz schön unaufmerksam. Und nicht besonders loyal. Oh, das ist nicht gut. Geh mal. Den müssten wir eigentlich gleich umbringen, einfach so aus Prinzip. Aber es dauert viel zu lange, bis unser fiese Genie hier hingetorkelt ist. Nee, das lassen wir mal. Verlierst du denn jetzt Loyalität oder kriegst du sie langsam wieder? Oh, er ist auf 2 runter. Und wird jetzt verfolgt. Ja, jetzt geht's wieder hoch. Hätte sich wahrscheinlich echt länger bei der Vase aufhalten sollen. Oh, sehr schön. Infame Aktion war erfolgreich. Das heißt, wir können jetzt alle Leute hier abziehen. So schnell wie möglich. Alle weg. So. Dann haben wir nur noch Leute im gelben Bereich. Nee. Und 1, 2 Leute im blauen Bereich. So. Aber auch nur so viele, dass die Wut... Das ist okay. So haben wir jetzt wenigstens ein ordentliches Einkommen. Stehlen ist okay. Ihr seid auch am Stehlen. Und trotzdem haben wir nur 8000. Na, komisch. Aber na gut. Also Orange müsste sich jetzt langsam erholen von dem maximalen Wert, auf dem er gerade ist. Ja. Wir haben schon wieder 63 Leute. Na, so viel ist das gar nicht. Wir hatten nach dem Überfall, glaube ich, 45 rum. Ja. Genau. Das müsste Lautsprecher gerade an alle Kammerdiener weitergegeben haben. Oder auch nicht, denn wir haben fast keine Kammerdiener mehr. Grummel. Na gut, hoffen wir mal, dass der nicht zu viel Unsinn anstellt. Und warum hast du keinen Tag? Achso, du bist der unergründliche Lai Jing Lo, ein Yakuza. Der tappert jetzt auch hier hinten und macht was Wichtiges. Und dann sind wir fertig. Also jedenfalls mit der Unteraufgabe, die wir bekommen haben. Mal gucken, was denn so Schönes freigeschaltet wird.
Was ist das denn hier? Ein paar Stolpersteine mitten im Gang. War nicht schlecht. Nee. Apropos Lautsprecher. Das überprüfe ich doch gleich nochmal. Da braucht keiner. Hier haben wir einen. Da haben wir einen. Oh, sehr schön. Wenn man auf einen klickt, werden alle angezeigt. Was ist denn nicht abgedeckt? Die Waffenkammer. Aber da sind recht selten Leute. Außer Kane. Hier ist fast alles abgedeckt. Hier ist fast nie einer. Die Korridore allgemein. Weil der Korridor so irre lang ist, werden alle, die hier auf der ganzen Strecke sind, nicht gewarnt. Also sollten wir ja auch sporadisch welche verteilen. Wir hätten gerne Lautsprecher. Und zwar da einen. Und wir sehen jetzt nicht, was für eine Reichweite er später hätte. Also bis kurz nach der Tür. Hier müsste okay sein. Und von hier aus kommt er bis fast vor die Kaserne. Das heißt, hier müsste der Nächste. Du kommst bis da so hin. Also müsste hier okay sein. Fehlt nur noch einer, und zwar von hier aus da so hin. Sehr schön. Hoffentlich haben wir das mit dem Strom noch hin, sonst bauen wir das auch aus. Und wir haben unsere Aufgabe erfüllt. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich mit unserem fiesen Genie jetzt zur Kommandozentrale gehen. Und WTF. Och nö. Nicht schon wieder. Ein guter Alibi-Soldat. Ich mach schon mal Alarmstufe Gelb an. Und ich rufe Kane zurück. Hier so hin. Nicht gut. Gar nicht gut. Und ich glaube, ich werde auch die Stechuhr hier ausschalten, kurzfristig. So, rot. Ausland ist erstmal vollkommen egal. Basissicherheit ist an oberster Stelle. So, Kamera richtig drehen. Und du machst mal da irgendwas. Du kannst damit interagieren und damit interagieren. Oder konnte er zumindest eben gerade noch. Genau, setz dich da hin und diskutiere mit den drei Jungs. Die sitzen da schon eine Weile. Hat sie den Stuhl gerade zu ihm hingedreht oder hat das selber gemacht? Egal. Diskutiert mal weiter. Oh, das sieht doch schick aus. Also nicht so schick, als wenn sie rennen würden. Aber ich will ja gar keine Alarmstufe Rot haben. Die hier hinten sind noch weit genug weg. 6 Stück. Ich glaube, so viele waren es letztes Mal auch. Ich weiß auch nicht, ob mit Kammern... Oh, wer bist denn du? Wer bist denn du? Nikita Loinov, russischer Superverbrecher. WTF? Er lädt auf? Also von Superagenten habe ich ja schon gehört, aber Superverbrecher? Ich dachte, unsere Handlanger sind die Superverbrecher. Also abgesehen von diesen Quest-NPC-Dingensbumsen hier. Nee, komm, dich verwirren wir jetzt auch mal. Oder können wir dich irgendwie anheuern? Und du bist keiner von unseren Handlangern, das sieht man ja hier. Ist nur einer da und das ist Lord Kane. Hochsicherheitstür wurde durchbrochen. Wo? Ah, ein Ermittler. Nein, nicht umbringen, Kane. Ganz ruhig. So. Noch irgendwo irgendwas? Nein, nicht unsere Jungs töten. Oh, der Superverbrecher ist... nicht tot. Der müsste 10-mal in so eine Gasfalle reintapsen, bis ihm irgendwas passiert. Ich bin immer noch recht irritiert, was der hier macht. Will er sich uns anschließen? Arbeitet er für Pampers oder sonst irgendwas? Also russisch wäre ja eigentlich der Amboss, ne? Mafia. Aber da haben wir fast gar keine Wut. Das macht keinen Sinn.
Wir haben nur da und da was. Aber bisher scheint er ja recht inkompetent zu sein. Er läuft immer den Fallen hin und her. Das lassen wir mal ruhig weitermachen. Die Wachen sind soweit alle ausgerüstet. Was bestimmt nicht gut ankommt bei ihm hier. Aber bisher hat er nicht gemeckert. Also mich würde es irritieren, wenn lauter Leute mit Sturmgewehren um mich rumlaufen würden. Aber du wirst wieder zurückgeschubst. Aber nicht ganz erwischt. Sollten wir die Falle vielleicht weiter nach hinten setzen? Können wir nicht wegen den Fallen da. Und ruchlos. Ach, er hat sich schon wieder hoch regeneriert. Ja, nee, komm. Es ist Zeitverschwendung, den zu verfolgen. Der macht eh nichts. So, die Jungs stürmen gerade die Hotellobby. Komm schon, geht tanzen. Geht tanzen. Das wird cool. Du siehst dich um. Ja, das sehe ich. Wie du dich umsiehst. Kommt schon, zieht entweder ab oder greift an. So, alle mal verwirren bitte. Oh, wir... Sollten wir nicht auch ein Kamerasystem hier draußen aufstellen? Genau wegen solchen Sachen, damit wir die schon mal wegscheuchen können mit Kammerdienern? Und wenn ja, bräuchten wir dafür ein eigenes Netz? Bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Also okay, sagen wir mal, wir machen jetzt hier eine rote Kamera hin. Und die rote Kamera sieht die Jungs. Das heißt, alle Leute, die hier drin sind, würden darauf aufmerksam gemacht werden, also die ganzen Kammerdiener, und laufen dahin, um die zu verwirren. Was spricht dagegen? Dagegen spricht, sie müssen ganz weit laufen. Dafür spricht, es kommt auf jeden Fall immer irgendein Kammerdiener. Und die haben bei uns in der Basis ja eh nicht so viel zu tun. Ja, alle gehen was essen. Mit ihren Gewehren auf dem Rücken. Also ja, ich glaube, ich mache einfach eine rote Kamera hier rein. Vorerst bauen. Wir hätten gerne eine Überwachungskamera. Können wir die auch nach draußen bauen? Oh, wir können einfach... Wir könnten mal vor unserer Basis eine Kamera bauen. Nee, geht nicht. Geht das hier? Warum geht das nicht? Das Gebäude gehört doch quasi uns. Oh, ich höre... Was macht ihr da? Oh, ihr schießt auf die Tür. Das ist nicht gut. Ja, also das mit dem Verwirren scheint nicht so wirklich gut zu klappen. Wow. Ja, nee. Das, okay. Erstmal Kamera weg. Dann Alarmstufe rot. Und dann... Töten. Und ich habe gerade so einen komischen weißen Ninjas gesehen. Genau die da. Die werden dann auch sterben müssen. Ich sagte sterben müssen. So. Ja, wo ist Kane? Kane ist da. Du bringst bitte den da um. Eindringling von Überwachungsnetzwerk erfasst. Jetzt die Frage, was er macht. Ob er da jetzt mitmischt, ob er weiter mit den Gasfallen rumturnt oder was auch immer. So, komm Kane. Du machst jetzt mal deine Verwirraktion. Psychoterror. Bitte nicht vorher sterben. Mach mal auf. Die da. Ich sagte, mach mal auf. Die da. Ja, da passiert irgendwas. Fallen auf die Knie und winseln um Gnade, während sie getreten werden. Nicht schlecht, nicht schlecht. Okay, also es ist schon sehr praktisch, was er da kann. Vor allem fliehen die alle. Oh, sehr schön. Komm, in den Rücken schießen, in den Rücken schießen. Kannst ruhig laufen, Kane. Sieht zwar nicht so cool aus wie Schlendern, aber es ist echt irre praktisch. So. Oh, das sieht viel besser aus als beim letzten Mal. Aber wir konnten uns auch wesentlich besser vorbereiten. Wir konnten erstmal alle mit Waffen ausrüsten und so weiter. Schon schick. Sehr gut. Die Jungs. Nicht mit Kane. Die sollten auf jeden Fall verwirrt werden, solange es noch geht.
Auch wenn ich denke, dass die gleiche Leichensäcke sehen werden und dann ist vorbei. Nee, die Leichensäcke werden schön schnell abtransportiert. Sehr gut. Alle zurück an die Arbeit. Alle Waffen wegstecken. Es ist nichts passiert. Ist alles gut. Oh, da ist was passiert. Ja, ist zu verkraften. Ist auch völlig okay. Also, ihr habt keinen feindlichen Agent mehr da und ihr habt auch keinen mehr da. Dann läuft das einfach so weiter. Die 720.000 die Minute hätte ich dann doch ganz gerne. Und wir brauchen eine neue Tür. Bauen. Standardtür. Standardtür. So. Ja, doch, ich bin ziemlich zu... Oh, oh. Das ist nicht gut. Aber jetzt sind sie wenigstens neugierig genug, um da zu bleiben. Dann werden sie hoffentlich verwirrt und alles ist gut. Und er turnt immer noch. Bist du... Oh, die ist gar nicht verbunden. Ja. Wie waren die jetzt verbunden? Die zusammen lösen das aus und die lösen... Ach, mach ich anders mal. Das Wichtigste ist, er kommt da nicht raus, er tut nichts und alles ist gut. Alles ist gut ist eine gute Grundlage zum Abspeichern. Speichern. Nachfolge 35. Und wir sehen uns gleich wieder.